Ja, liebe Freunde, ich hoffe, bei euch ist alles cool soweit. Es ist jetzt 20 vor 10. Ich fahre jetzt mit dem Z3 noch in die Waschstraße und lasse den nochmal ein bisschen sauber machen. Und dann fahren wir zu Benjamin, denn ich stelle den jetzt dann dahin. Ja, liebe Freunde, er geht weg. Also das Saisonkennzeichen ist jetzt ohnehin abgelaufen. Von daher kann ich jetzt eh nicht mehr mit dem fahren. Und ich werde ihn jetzt natürlich auch verkaufen, denn jetzt kommt was Neues. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zu Benjamin, beziehungsweise vorher in die Waschstraße. Also, let's go! Ja, hatte jetzt nicht mehr besonders viel Sinn, den sauber zu machen, weil das Wetter einfach hart für den Arsch ist mal wieder. Aber immerhin, hier steht er wieder. Ja, das Schätzchen geht jetzt weg quasi. Also, auch wenn ihr sagt jetzt, hui, du hast das Kennzeichen gezeigt, das ist ab morgen ist das. Oder wenn ihr das Video seht, ist das Kennzeichen sowieso schon nicht mehr gültig. So, hier steht Bennys AMG und dazu gibt es eine witzige Story, denn da ist ja quasi der Eingang zu seinem Laden, also der Hintereingang. Und da, wo jetzt meiner steht, stand letztes Mal der AMG von Benjamin, andersrum nur. Und genau hier gegenüber stand meiner, ja. Und dann bin ich quasi hier, also jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, hier steht jetzt mein Auto, ich bin ausgestiegen, bin hier lang gelaufen, ja, so lö, 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 jo, Benjamin, was geht ab? Und dann drehe ich mich um. Und True Story, sehe, wie mein Z3 ganz langsam hier lang rollt. Ja, ich natürlich noch hinterher gesprintet, aber da ich ja die Tür zugemacht habe, konnte ich auch nicht mehr einsteigen und die Handbremse anziehen, die ich natürlich vergessen habe anzuziehen. Und dann haben sich die beiden Autos mal ganz kurz mit dem Kennzeichen so... Aber ist nichts passiert, Benjamin, ne? Deine Frontsachen, die funktionieren alle noch, ne? Schon wieder? Dein Piep. Nein, nicht schon wieder! Okay, ja, nein. Ja. Moin, mein Lieber. Benjamin, du hast ja schon Kaffee geholt. Ja, das stimmt. Ja, ich brauche doch auch einen. Ja, du. Wir können ja einen eben schnell, kann ja eben. Ne? Wir können ja einen holen gehen, können ne? Machen, ja. Rein theoretisch könnten wir ja sogar mit einem Auto fahren von dir. Das Schöne ist nämlich, dass wir den Z3 jetzt einfach über Benjamin verkaufen. Dazu mache ich aber tatsächlich nochmal ein extra Video. Also, weil ich will auch nochmal, weißt du, so zur Verabschiedung nochmal so einen schönen Carporn von dem Z3. Und ja, falls es jetzt schon jemanden gibt, der den haben will, ne, einfach in die Kommentare schreiben. Nein, Spaß, aber den haue ich jetzt auf jeden Fall weg. Was danach kommt, ich kann jetzt noch spekulieren. Also ich habe mir schon was ausgesucht, weil ich werde wahrscheinlich einen Leasingübernehmer machen. Heißt also für diejenigen, die das von euch nicht wissen, Leasingübernehmer heißt also, ich übernehme den Leasingvertrag von einer fremden Person, die sich entweder ihren Leasingvertrag nicht mehr leisten kann oder zum Beispiel, wenn da eine Familie Kinder bekommt und das Auto nicht mehr passt, dann übernehme ich den zum Beispiel und zahle einfach die Rate weiter und kriege dafür das Auto. Boah, jetzt aber erstmal ein schönes Käffchen, sogar mit Schaum oben drauf, geil. Aber ja, wie gesagt, was mein neues Auto angeht, ich habe halt geschaut, so. Und da würde ich sowieso nochmal fürs nächste Video, würde ich sogar auch nochmal ein, zwei Dinge zu sagen zu Autos und YouTuber. Ich finde das nämlich mittlerweile echt krass, was auf YouTube Deutschland abgeht, was die Leute für Autos fahren. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, so ein M140 ist jetzt auch nicht gerade günstig und das Teil ist einfach nur super schnell, aber es ist halt einfach kein AMG oder sowas. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, warum ich die Kamera nicht laufen lasse. Benjamin versucht gerade das rote Schild hinten am Auto anzubringen und hat sich da... Oh, man sieht dein Maurer-Dekolleté, Benjamin. Ja, danke, wenn das, du das jetzt filmst. Das habe ich nicht gefilmt, nein. Benjamin, da muss mehr Kleber drauf. Ja, das ist auch scheiße, das Kleber. Guckt ihn euch mal an, wie er sich da hinten reinzwängen muss. Ah. Ältes? Gleich. Das sieht gut aus. Ach, das ist ein Bild. Das ist ein Bild für die Götter. Das ist ein Bild für die Götter. Vor allem macht er das nur deshalb, weil wir jetzt einfach für ungefähr 20 Minuten mit diesem Auto fahren werden. Oh. Na, Benjamin? Schön hier. Ja, ne? Ja, komm, dann würde ich sagen... Wollen wir? Wir haben hier einen Porsche. Ja, warte. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Genau. Ein Porsche 911. Geil, ja. Ein Carrera. Ja. Mit der Bezeichnung 996. C2. Heißt Coupé, keine Automatik und kein Allrad. Das heißt, dieses Auto geht richtig. Der hat 320 PS. Damit kann man was anfangen, glaube ich. Ja. Ja, ne? Heckantrieb. Und hast schon gesagt. Das habe ich schon gesagt. Ja. Ne? Haben wir schon auf Play? Ja. Haben wir schon auf Play. Ist bequem hier drin, ne? Ja. Ist ja auch. Voll, auch mit den Stützen hier. Das ist ja auch ein schönes Auto. Aber. Ich meine, der findige YouTube-Zuschauer wird jetzt sagen, was ist denn das für eine absolut furchtbare Farbe? Ja.
Aber ich finde es... ist amerikanisch. Gesagt, was ist eigentlich mit dem Gurt hier los? Wieso? Ist auch amerikanisch. Oh, das müsste ich vielleicht nochmal reparieren lassen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich finde die Farbe aber ehrlich gesagt gar nicht so scheiße. Also als ich das Auto das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, boah, puh, mutig. Aber je öfter ich das jetzt sehe, vor allem zeige ich mal den Dachhimmel, der ist ja, sie sieht ja komplett so aus. Der ist komplett so, der Wagen, ja. Muss man halt geil finden, ne? Es ist wie mit allen anderen Dingen auch. Geschmäcker sind ja zum Glück unterschiedlich. Voll. Ach ja, stimmt. Porsche ist ja immer links. Schlüssel links. Ja, warte mal, muss ich denn nach links oder rechts drehen? In meine Richtung. Okay. Ich muss aber trotzdem ein Stück näher ran. Das kannst du unterm Sitz machen. Oh, das ist ja elektrisch. Ja, aber unterm Sitz vorne rechts. Ah, das ist nicht ran. Elektrisch. Das ist nicht elektrisch. Das ist nur so halb elektrisch. Was ist das für ein Auto? Ja, das ist so ein bisschen blendermäßig. Guck mal hier. Ist alles. So. Ah, ich habe sie nicht komplett durchgetreten. Das macht ja so einen Unterschied. Ja. Das fühlt sich aber geil an. Das ist alles noch sehr knackig. Benjamin, du sollst ja mir vorbeifilmen, du sollst mich filmen. Achso, ja, genau. Du sollst nicht den hinteren Teil des Autos filmen. Jetzt muss ich aber erstmal. Oh, Achtung, Postbotin, ja. Über den Haufen gefahren. Bitteschön. Wir haben sie auf dem Visier. Ja. Oh, hey. Hey, das Ding ist aber frech. Wir haben hier eine... Das Ding ist frech. Sportabgasanlage M4. Verbaut. Oh ja. Cabrio. Das stimmt. Nicht so schlecht. Ich wollte eben deine kaputte Hose zeigen. Die hat es dir angetan, ne? Ja. Wie hast du mich vorhin genannt? Wie so eine Schlampe sehe ich aus. Kleines Flittchen. Wie so ein kleines Flittchen. Hallo, kaputte Hosen sind heutzutage voll in und fancy. So. Der fährt sich aber sehr geradeaus. Können wir machen. Ja. Der fährt sich voll angenehm. Es gibt Leute, die sind der Meinung, ein Sportwagen muss geschaltet sein. Oh, das hört sich aber... Das hört sich aber sehr schön an. Das ist ein geiles Auto. Das ist übrigens der erste Porsche, den wir jetzt zusammen fahren bei dir. Ja? Ja, ja. Wir sind bis jetzt noch nie einen Porsche bei dir gefahren. Oh, ja, dann hat das ja hier heute absolute Premiere. Das macht Spaß. Du, Benjamin, das Auto macht Spaß. Was kostet 27,5? 27,5. Ist das ein Auto, was man auch im Alltag fahren könnte? Absolut. Ja? Absolut. Alltagstauglich? Komplett. Ich wüsste auch nicht, warum das nicht so sein sollte. Du hast eine relativ hohe Bodenfreiheit, passt in jedes Parkhaus, klingt gut, fährt gut, ist nicht so teuer. Da kommt schon mal raus, ne? Sind das eigentlich, oh, das sind Meilen, ne? Das sind ja keine km/h. Ich bin ja schon bei 100 km/h. Ich wollte gerade auf 80 Meilen beschleunigen, weil ich dachte, alles klar, hier ist 80. Ja, aber dann wäre ich schon bei 120 gewesen. Gut, ich hatte ja vorhin gesagt, dass es ein US-Modell ist. Das ist vollkommen richtig. Also die Tacho-Skalierung ist wirklich in Meilen. Aber man hat eine digitale... ja, genau, das haben wir umgebaut. Beziehungsweise, ist das umgebaut? Das kannst du umstellen. Das brauchst du gar nicht umbauen. Das kannst du eingeben im System. Wir haben gerade den besten Radioempfang ever. Und dann diese scheiß schöne... Scheiß GEMA-Mucke wieder. Ja, scheiß Deutsch-Pop. Ist ja. Halt einfach so. Ja. Zum Kotzen. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh. Ja, übrigens an dieser Stelle natürlich keine Platzierung von McDonald's oder sowas diesmal. Ich meine, ich habe schon mal eine gemacht, aber diesmal nicht. Aber es lag halt nur auf dem Weg. So, ja. Benjamin. Ja. Ja, wir haben ja im Auto schon ein bisschen was geklärt für diejenigen, die da draußen, die das interessiert. 320 PS, hast du schon erzählt, der kam aus Amerika. Mhm. Ist völlig geleckt. Mach was mal motortechnisch angeht. Ich zeig okay, dann musst du mal eben kurz hinten in den Arsch greifen. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja, bei dir. Da oh, müsste der drin das war ein sein. Moment. Ja, ne? Hat mich auch ein bisschen erregt, wenn ich ehrlich bin. So sieht ein Auto aus, das vermutlich noch nie. Salz, Schnee, Graupelschauer, ja, Unmengen. Ja, das allein da, das sieht man halt schon. Ne? Das Ding ist einfach. Ist ja, gepflegt. Du hast recht. Der ist gepflegt. So. Der ist gepflegt. Und es gibt viele Leute in der Autobranche, die sagen, dass die Autos aus Amerika nicht gut sind. Ja. Das ist eine Pauschalbehauptung, wie mit allen anderen Vorurteilen eben auch. Ja. Und wir haben hier die Situation. Dieses Auto wird vermutlich niemals Höchstgeschwindigkeit in den USA gefahren worden sein. Wahrscheinlich. Da haben wir eine Tempobeschränkung. Dieses Auto kommt aus Kalifornien. Das ja. heißt vermutlich auch kein Schnee, kein Stimmt. Salz. Ja, sieht wenig, man da auch in den Ecken Wasser, und so. Ne? Wenig Regen. Und dann sieht so ein Auto nach
15 Jahren noch so aus. Das Auto hat hier neue Reifen, neue Bremsen bekommen, hat gerade eine Wartung gekriegt, ja. Klimaanlage funktioniert, also Schiebedach hat er auch, sieht toll aus, macht viel Spaß, warum nicht? Und ich glaube auch, dass wenn du das Auto in 2-3 Jahren verkaufen willst, dass du, wenn du dich an ein paar Regeln hältst, das Auto weiterhin pflegst, dass du das gleiche wieder rausbekommst, im Zweifel sogar ein bisschen. Ist also im Prinzip kein Verlustgeschäft, so nach dem Motto, ich kaufe ein Auto und nach 2 Jahren ist die Hälfte weg. Genau. Man könnte zwar sagen so, boah, was ist denn das für eine Farbe da drin? Aber man muss halt Mut zur Lücke, ne? Ja, und es gibt Leute, die behaupten, ein Sportwagen kann ruhig ein bisschen auffällig sein. Also mein erster eigener Porsche, der war sogar gelb. Also das ist jetzt, was hattest du für einen? Das war ein 74er 911, ein G-Modell mit einer schmalen Karosse. Wirklich ein schönes Auto, den bin ich 4 Jahre lang gefahren. Und ja, der war eben gelb, ne? Sunny Yellow. Guck mal, elektrischer Scheiben. Seitenspiegel. Sind die auch automatisch abblendend, Benjamin? Nein. Okay, auch der Innenspiegel nicht? Ach, halt manuell abblendend. Okay. Doch, das ist doch viel besser. Ja, warum ist das besser? Weiß ich nicht. Kann nicht kaputt gehen. Das stimmt. Gar nicht schlecht für einen Diesel, oder? Sorgt dezent für eine halbe Erektion. Ich meine, guck dir diesen wunderschönen Z3 an, der da steht. Da ist er wieder, der Z3. Absolut wunderschönes, geiles Auto mit Chrompaket und allem, was dazugehört, Freunde. Ja, Benjamin, ein schönes Auto. Ja. Ja, wir beide schnacken da nochmal. Ne, vielleicht so. Und wenn es euch gefallen hat, ja, wir dachten einfach mal so einen kleinen Einblick mal wieder. Ne, wo ist der Einser eigentlich? Also der ist ja abgeholt worden, aber den gibt's noch. Den gibt's noch. Vielleicht können wir da noch ein Video mit drehen. Ja. Wenn ihr da Bock drauf habt. Bestimmt. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Benjamin, auf Instagram abonnieren, natürlich ja, auch. Und in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi. Gib mir die Hand. Ist das normal, dass der erstmal so... Ja, okay. Das ist bei dem... Achso, Autoverkauf, ist das normal? Ja. Das ist bei einem alten... Bei einem 996 ist das so. Da sollte man niemals einen Autoverkäufer fragen, ist das normal? Ja. Nein, ich nehme dich doch nur ein bisschen auf die Schippe, mein Schatz. Hier kann man auch... Es ist auch egal, was man sagt. Ja, Alter, das war dir aber vorher klar bei mir. Nein, weißt du, du bist ja einer der wenigen Menschen, was Autos angeht, denen ich ja vertraue. Ne? Wenn du sagst, das ist normal. Oh. Was denn?